Hi, Alex von Texam hier. Seit dem neuesten Final Cut Pro Update 10.6 gibt es nun endlich auch ein automatisches Object-Tracking in Final Cut selbst. Wie du dieses nützliche Feature nutzt, erkläre ich dir in diesem Video. Let's go! Wenn du Automatikfahrer auch in Zukunft kein Final Cut Video mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen unfassbar tollen Kanal, aber Dalli Dalli! Dieses Video wird unterstützt von meinem Final Cut Crashkurs. Okay, ich habe jetzt mal hier ein paar Beispielclips und da versuchen wir jetzt mal die Objekte zu tracken. In dem ersten Clip sehen wir hier, wie ein Mann einfach auf eine Gruppe anderer Leute zugeht. Und wir wollen jetzt sein Gesicht tracken lassen und uns dabei seinen Namen anzeigen lassen. Um zu starten, gehe ich einfach in meine Titelübersicht, suche mir einen aus und ziehe diesen Titel dann nicht wie gewohnt in meine Timeline, sondern direkt auf das Gesicht. Und das wird dann auch direkt erkannt. Das wird dann hier angezeigt, Gesicht. Und dann lasse ich es los. Jetzt ist das Tracking hinzugefügt. Jetzt müssen wir es aber noch analysieren lassen, damit Final Cut genau weiß, wie das Objekt sich bewegt. Dazu klicken wir einfach hier oben auf Analysieren. Und jetzt analysiert Final Cut die ganze Szenerie. Wenn wir dann damit fertig sind, klicken wir auf Fertig. Jetzt bewege ich unseren Titel mal an den Anfang. Dann ändere ich noch den Text. Und jetzt spielen wir das mal ab. Genau, das sieht schon ganz gut aus. Allerdings ist der Text jetzt ein bisschen am Rotieren. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen klicke ich auf diesen Text. Hier oben in die Videoeinstellung. Bei Transformieren setze ich hier den Haken bei Rotation auf Aus. Dann bleibt der Text jetzt immer gerade. Und verschieben wollen wir den natürlich auch noch ein bisschen. Deswegen gehe ich hier auf das Transform-Tool, klicke auf Transformieren. Und jetzt kann ich meinen Text so bewegen, wie ich ihn haben möchte. Schiebe ich ein bisschen an die Seite, klicke auf Fertig und jetzt spulen wir es nochmal ab. Ja, und das sieht doch auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus für den Anfang. Das war die erste Methode, wie man Objekte verfolgen lassen kann. Es gibt aber noch eine zweite Variante und die zeige ich dir jetzt. Dazu wählen wir wieder unseren Titel aus und ziehen ihn runter auf unsere Timeline. Jetzt klicken wir auf das Transformationstool und sehen hier oben neben dem Transformieren nun den Tracker-Reiter. Da klicken wir drauf. Jetzt sehen wir hier so ein Grid und das verschieben wir jetzt an das Objekt, was wir tracken möchten. Also ziehen wir das hier auf den Kopf, machen es vielleicht noch ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler und dann klicken wir auf Analysieren. Jetzt startet der Analyseprozess und das Objekt wird getrackt. Wenn Final Cut mit dem Laden fertig ist, klicken wir auf Fertig. Und wenn wir jetzt den Clip abspielen, sehen wir, wie der Text das Gesicht verfolgt. Auch hier müssen wir wieder kleine Korrekturen vornehmen. Fangen wir mal an mit dem Text an sich. Den ändere ich jetzt hier schnell. Jetzt ist er natürlich noch schief. Das ändern wir hier in den Videoeinstellungen ebenfalls, indem wir hier draufklicken auf Transformation und die Rotation deaktivieren. Und dann verschiebe ich den Text noch. Dazu muss ich auch wieder hier auf Transformieren klicken. Jetzt kann ich den Text hier ein bisschen zur Seite ziehen. Wenn ich jetzt auf Fertig drücke, ist der Text genauso, wie ich es will. Wenn ich jetzt nochmal den Clip abspiele, dann sehen wir, wie der Text unser Objekt verfolgt. Jetzt schalten wir kurz ab in die Werbung. Mein RTL. Als Maul! Willst du auch die Kunst des Videoschneidens erlernen und mit Final Cut Pro 10 durchstarten, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Dann habe ich die Lösung für dich. In meinem neuen Videokurs zeige ich dir in über 2 Stunden, wie man von Anfang bis Ende Final Cut meistert, damit du auch bald dein erstes YouTube- oder Urlaub-Video schneiden kannst. Spare dir die Zeit und klicke dich nicht durch verschiedene Online-Tutorials, sondern nehme die Abkürzung und lasse dir von A bis Z in über 40 Videos von mir alles Wichtige beibringen. Fange heute noch an mit deiner ersten Session. Den Link zum Kurs findest du in der Beschreibung. Mein RTL. Fresse jetzt! Das war jetzt eine sehr einfache und eine manuelle Methode, Objekte zu tracken. Jetzt zeige ich dir noch eine dritte Variante. Zum Beispiel, wenn du noch gar nicht weißt, was genau du angezeigt haben möchtest, aber du schon mal das Objekt tracken möchtest. Dazu habe ich den Motocross-Clip hier. Da sehen wir, wie dieser Fahrer einfach hier mal rumspringt. Was wir jetzt machen, ist, wir wählen den Clip aus und gehen im Inspektor in die Videoansicht und scrollen dann nach unten. Hier sehen wir Tracker. Wenn wir jetzt auf Plus klicken, dann haben wir wieder unser Gridfeld. Wenn ich jetzt Shift gedrückt lasse, dann kann ich das hier ein bisschen kleiner ziehen, so wie ich es möchte. Dann verschiebe ich jetzt das Ganze auf unseren Motocross-Fahrer, klicke dann wieder auf Analysieren. Und jetzt ist er getrackt. Dann klicke ich auf Fertig. Und jetzt suche ich mir noch ein Objekt aus, was ich anzeigen möchte.
Ich habe jetzt hier einen Text, den ziehe ich einfach jetzt runter in meine Timeline, lass ihn fallen. Wenn ich jetzt den Clip aber abspiele, wird noch nichts getrackt. Deswegen selektieren wir jetzt den Text und gehen wieder ins Transformationstool. Dann klicken wir auf Tracker und wählen hier unter dem Pfeil nach unten Objektspur 1. Zack. Jetzt ist es verbunden mit unserer Objektverfolgung, die wir eben eingestellt haben. Fertig. Jetzt spülen wir es mal ab. Genau, und jetzt wird der Motocross-Fahrer verfolgt. Natürlich stimmt die Position des Textes noch nicht überein, deswegen klicken wir jetzt wieder auf Transformieren. Hier oben wieder auf Transformieren. Und dann ziehen wir den Text einfach dahin, wo wir ihn haben möchten. Lassen los und klicken auf Fertig. Dann gucken wir es uns jetzt nochmal an. Sehr schön, und jetzt verfolgt der Text genau unser Motocross-Fahrer, so wie wir es haben wollten. Und zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Settings erklären. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen dritten Clip, da läuft einfach ein Gepard entlang. Wenn wir jetzt den Text markieren und in die Einstellung im Inspektor gehen, bei Transformieren, dann sehen wir, wie wir hier einmal hier die Position tracken. Die Rotation habe ich dir ja schon eben zweimal gezeigt, wie man die deaktiviert und dass es wahrscheinlich besser ist. Es gibt aber noch die Skalierung und da verändert sich der Text halt in der Größe noch, wenn das Objekt zum Beispiel jetzt an deine Kamera ranläuft. Jetzt wählen wir das mal aus und spielen den Clip ab. Hier sehen wir aber, dass der Text dann irgendwie in die Länge gezogen wird und das nicht mehr so schön aussieht. Da muss man halt einfach sagen, das funktioniert noch nicht so ganz einwandfrei bei Final Cut. Deswegen würde ich das Skalieren auch eher lassen. Was man allerdings auch noch machen kann, ist, wenn ein Objekt nicht richtig getrackt wurde, dann kannst du hier auf deinen Clip gehen und mit Control draufklicken und dann auf den Tracking Editor gehen. Wenn uns zum Beispiel dieser Abschnitt hier nicht gefällt, können wir den markieren. Und dann können wir den nochmal neu analysieren lassen. Und wenn wir es jetzt nochmal abspielen, dann ist das Tracking in dem Bereich jetzt einfach nochmal neu gemacht worden. Und ansonsten möchte ich dir hier, wenn du den Clip auswählst, im Inspektor noch zeigen, dass du ganz runter scrollen kannst. Und hier siehst du einen neuen Reiter, den Tracker. Jetzt sehen wir hier unsere Objektspur. Und als Analysemethode kannst du hier auch nochmal verschiedene Varianten auswählen. Standard ist eigentlich automatisch, dann wird automatisch die beste Methode ausgewählt. Das solltest du eigentlich auch meistens benutzen. Aber falls das Tracking mal nicht richtig funktioniert, dann kannst du auch mal hier Punktwolke ausprobieren. In dem Fall funktioniert das sogar ein bisschen besser bei mir. Falls dein Tracking also nicht ganz hundertprozentig funktioniert, dann sei dir bewusst, das ist eine neue Funktion in Final Cut, die wahrscheinlich noch ein paar Updates benötigt. Allerdings gibt es schon diese zwei Korrekturen, die du vornehmen kannst, mit der du wahrscheinlich dann ein besseres Ergebnis bekommst. Und das war's auch schon. Jetzt weißt du, wie man ganz einfach Objekte in Final Cut verfolgen lassen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir jetzt einen Daumen hoch, aber dalli dalli. Um kein Video mehr zu verpassen, klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Folge mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Zum Schluss kannst du dir auch noch hier links mein Video zu den neuen MacBook Pros anschauen oder klicke hier rechts für mein MacBook Pro 16 Zoll Langzeit-Review. Klick drauf, es lohnt sich.